Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Pico und Arvico die 97203, eine AE66. Ein Exklusivmodell für die Schweiz, aber wir haben sie bekommen, um sie euch vorzustellen. Ja. So, lass mal erstmal. Lass mal diese Stangen da wegkriegen. So. Ein Exklusivmodell für die Schweiz. Ja, der Partner von Rocco, Arvico, bringt zusammen mit Pico, habe ich ja gerade gesagt, ne? Der Partner bringt zusammen mit Arvico die AE66 11401 Ticino raus. Als Prototyp. So. Und die werden wir uns jetzt heute mal anschauen. Ich bin schon sehr gespannt. Und ja. Fühle ich gar nicht irgendwie. Weil ich jetzt versuchen muss, die Lok rauszubekommen, ohne dass sich hier vieles verteilt. Also. So. Ich bin schon sehr gespannt. Und natürlich werden wir für diese Lok noch ein Fahrvideo machen, aber in einem externen Video. So. Hier ist es erstmal hier schön mit Dingen. Ich glaube, die Rechnung. Na, das ist das Unschöne am Auspacken sowas. So. Ich gleich. Ach ja, so sieht die Verpackung aus. So wie eine ganz normale Pico-Verpackung. Ja. So geht die auf. So. Hier, machen wir sie mal raus. So, hier ist natürlich noch die Beschreibung drin. Kriegt man hier. So. So sieht es jetzt aus. So. Hier sind noch so Zurüstteile, wenn es mich nicht so ganz täuscht. Da freut man sich, die auch schon dran zu machen oder halt nicht, ne? Dann haben wir doch mal die Lok raus. Ich bin schon gespannt drauf. Okay. Die soll Kulissenführung haben. Man merkt schon, dass das ein Exklusivmodell ist. Also es fühlt sich als hochwertiger an und ist es sehr wahrscheinlich auch.
So. Sieht sehr, sehr schön aus. Da seht ihr die Kulissenführung. Ja, dann werden wir dann im Fahrvideo noch die Funktion durchsprechen und uns anschauen. Und ja, das soll es jetzt für das Auspacken und den ersten Eindruck erstmal gewesen sein. Achso, ich dachte, die Lok wäre hier dran geschraubt, oder? Ansonsten, ja, war die nicht dran geschraubt. Hier kann man den natürlich noch auf so ein Gestell tun. Ja, ist leider abgefallen. Okay, das war's jetzt mit dem Auspackvideo der AE66. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns sehr wahrscheinlich beim Fahrvideo wieder. Das verlinke ich euch. Oben rechts, wenn es dann draußen ist. Ciao, ciao.